Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute hier mal ein Kochvideo. Ja, ganz genau. Ich hatte ja schon mal angekündigt, dass ich dieses Jahr mal wieder ein bisschen mehr Rezepte machen will. Wie gesagt, auch durch meine Ernährungsumstellung und so weiter. Wie gesagt, wer mich bei Instagram oder auf Instagram verfolgt, sieht ja ab und zu mal meine Gerichte, die ich so gemacht habe. Und wie gesagt, bin ich an der Umstellung gerade, ein bisschen gesünder alles zu machen und ja, abnehmen. Ihr wisst ja, ihr kennt ja die Videos, ihr habt sie gesehen. Und heute hier mal ja, ein Rezept, ein geiles Frühstücksrezept, so mit Quinoa. Quinoa ist ja so eine Sache, die habe ich jetzt erst ja, durch diese Diät, diese Saftdiät, die ich gemacht habe da, oder diese Surf-Food-Diät kennenlernen dürfen. Und es gibt da auch Hauptgerichte mit. Es gibt da richtig, also Quinoa habe ich vorher wirklich so gut wie nie benutzt. Ist wirklich... Man könnte sich das so wie eine Art Reis vorstellen. Genauso macht man das auch im Wasser. Man lässt es aufquellen, es zieht das Wasser ein. Ist eigentlich genau wie man so mit Reis macht. Und ja, es schmeckt einfach unheimlich cool, kann coole Sachen mitmachen. Ja, ich werde vielleicht noch ein paar andere Rezepte euch damit mal, damit zeigen. Jedenfalls heute so ein kleines, schnelles Frühstück mit Quinoa. Es dauert ungefähr so 20 Minuten. Ich mache es jetzt für 2 Personen. Kann man auch sehr viel variieren mit dem Rezept. Es ist sehr ähnlich aufgebaut und kann dann halt da noch ein bisschen variieren. Das erzähle ich aber im Verlauf des Videos noch ein bisschen. Erstmal, ja, wir machen heute ein ganzes Quinoa mit Apfelmus. Ganz, ganz einfaches Quinoa, Apfelmus und mit ein paar Nüssen. Also so ein ganz einfaches Powerfrühstück, würde ich sagen, in diesem Sinne. Und ja, kommen wir mal zu den Zutaten. Was brauchen wir denn überhaupt alles? Und ja, da brauchen wir... Wie ihr sehen könnt, habe ich so ein bisschen aufgestellt hier. Wir brauchen auf jeden Fall ein bisschen Zimt, wir brauchen etwas Milch. Ich habe jetzt hier, wie gesagt, so einen Haferdrink. Apfelmus natürlich, Kakaonips, Quinoa natürlich, selbstverständlich. Und Walnüsse und ein bisschen Honig und noch ein bisschen Wasser für das Quinoa natürlich. Ja, das sind so die Zutaten. Wie gesagt, Kakaonips sind etwas teuer, aber man kann auch was anderes nehmen. Aber ja... Ich nehme die halt, die sind wirklich sehr, sehr gut. Wie gesagt, da kostet so eine Tüte, es war, glaube ich, so eine kleine Packung 5 Euro, aber die reicht auch, ewig. Ja, also wenn man das nicht jeden Tag isst. Ja, dann würde ich sagen, starten wir auch gleich, wie gesagt, mit dem Quinoa. Das habe ich hier schon abgewogen. Wir brauchen dort 100 Gramm für dieses Rezept. Ca. 350 Gramm Wasser geben wir dazu. Habe das hier schon, ein bisschen vorbereitet. Quinoa immer ein bisschen abspülen vorher in einem Sieb. Und ja, würde ich sagen, legen wir los. Ja, wie gesagt, geben wir das Wasser zu. 350 Milliliter, 100 Gramm Quinoa einfach hier rein. Und, das haben wir in der Schüssel. Das war ja klar, dass jetzt die Kaffeemaschine ausgeht. So, volle Pulle an und dann warten wir erstmal. Ja, das lassen wir jetzt, wie gesagt, etwas aufkochen. Also lassen das wie bei Reis halt. Man lässt es aufkochen und Reis stellt man ja meistens dann ab. Hier lässt man das nur so bei kleiner, ganz geringer Stufe, 1 oder 2, noch so ein bisschen weiter köcheln, bis dann halt die ganze Flüssigkeit aufgesogen wurde. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So Leute, es ist jetzt am Brodeln, sage ich jetzt mal. Jetzt machen wir mal die nächsten Schritte. Ja, wie ihr sehen könnt hier, auf geringer Stufe jetzt, was ist geringe Stufe? Ich habe es jetzt ja auf mittlere Stufe doch gestellt. Ja, ihr seht schon, das Wasser ist schon einigermaßen verdampft. So, jetzt machen wir wegen besseren Geschmack. Hauen wir jetzt noch einen Schluck Milch rein. Das muss nicht viel sein. Ja, nur so ein bisschen dazu. Dann geben wir ein bisschen Honig dazu. Ja. Auch so nach Gefühl, so ich sag mal so ein Teelöffel oder ein Esslöffel vielleicht. Das kommt drauf an. Ja, es muss ja noch ein bisschen was schmecken, dass das ein bisschen eingesogen wird. Dann geben wir noch ein bisschen Zimt dazu. Ja, das ist auch so, das würde ich so ein Teelöffel. Wie gesagt, ich mache das auch so nach Gefühl. Wer da ein bisschen mehr mag, kann auch ein bisschen mehr dazu geben. Ja, jetzt ein bisschen verrühren die ganze Sache. Und dann noch ein bisschen warten, bis das verkocht ist. Aber wir geben jetzt gleich noch ein bisschen Apfelmus dazu. Den geben wir nachher zum Schluss auch nochmal rüber. Erstmal das Glas öffnen hier. Geben wir schon mal so 2 Esslöffel mit dazu, damit das so ein bisschen, das Quinoa nimmt so ein bisschen diesen ganzen Geschmack auf. Also wenn man da zum Beispiel das auch fürs Mittagessen macht, Quinoa, dann gibt man
schon ein bisschen Brühe mit dazu. Also man kocht das nicht nur normales Wasser auf, sondern schon in Brühe, sagen wir es mal so. Und dann nimmt das schon so den Geschmack an. Und genauso funktioniert das jetzt auch mit dem Zimt, dem Honig, die Milch halt ein bisschen dazu. Und wir machen jetzt schon mal 2 Esslöffel Apfelmus dazu. So, 1 und 2. Ja, ein bisschen verrühren das Ganze. So, das lassen wir jetzt noch so ein paar Minuten, bis das alles sich aufgezogen hat, das Quinoa. Und dann sind wir eigentlich schon so gut wie fertig. Dann geht es am Anrichten mit den Nüssen noch oben drauf, den Kakaonips. Man könnte jetzt zum Beispiel bei dem Quinoa auch nicht den, wenn man Apfelmus und nicht Honig, man könnte da zum Beispiel auch Kakaopulver reintun. Dann kriegt das so eine schokoladige Note noch. Das ist aber ein anderes Rezept. Könnte man auch machen. Ja, dann nimmt man, lässt man halt den Zimt weg, die Milch weg. Okay, Milch gibt man meist trotzdem mit zu, ein bisschen mehr Milch sogar, das ist noch ein bisschen besser. Also da gibt es noch ein anderes Rezept. Man könnte jetzt, wie gesagt, Quinoa, bloß anstatt diese 350 ml Wasser, gibt man dann einfach bloß, sagen wir mal, 200 ml Wasser dazu und so 100 ml Milch. Dann Kakao dazu noch und dann wird das so richtig schokoladig. Ja, also wenn ihr da nochmal andere Rezepte, wenn euch das ein bisschen mehr interessiert, schreibt unten gerne in die Kommentare. Dann gibt es noch ein paar andere Frühstückstipps von mir. Aber wir machen jetzt erstmal das hier fertig und dann geht es gleich weiter. So Leute, Quinoa ist jetzt fertig. Wie gesagt, der Otsuzucker kommt immer noch an, so 15 bis 20 Minuten. Müsst ihr dafür schon einplanen. Ja, und dann ist das hier, ja, ein bisschen breiig. Sieht auch ein bisschen komisch aus, aber so, ja, dann richten wir das an. Ja, ich habe es hier schon mal so ein bisschen vorbereitet. Mal ein bisschen Platz machen hier. Ja, wie gesagt, ist für 2 Personen hier. Teilen wir das mal auf in 2 Schüsseln. Sieht, oh, und die Hälfte wieder daneben gegangen. Auch sehr schön. Ach, nee. Passiert. So, dieser Vorführeffekt. So. Wie gesagt, das hat dann so ein, ja, so sieht das denn aus, ja, wenn es fertig ist. Hat so ein, ja, wie soll man es beschreiben, ja. ja, das ist jetzt sozusagen fertig. Man gibt dann noch ein bisschen Apfelmus dazu. Ja, ich mache das immer so ein bisschen, kann das immer so ein bisschen schön anrichten hier. Ja, da war ein bisschen wenig. Zack. Ja, dann gibt man noch ein bisschen Kokonips darüber. Nicht zu viel. Und dann noch ein paar Walnüsse. Ja, ich breche die immer so ein bisschen klein mit dem Finger, das reicht aus. Kann die natürlich auch noch zerhacken, wenn man das möchte. Ja. So, das reicht. Jo, und? Sieht doch verdammt lecker aus, oder nicht? Man kann da jetzt natürlich, machen wir mal hier ein bisschen die Kamera. Ja, ich finde, top oder nicht? Man kann, wie gesagt, da jetzt auch noch ein bisschen Himbeeren frische oder Erdbeeren noch mit dazugeben. Das gibt denen noch eine gewisse so frische Note. Wie gesagt, macht ja der Apfelmus hier schon ein bisschen, ja. Ja, oder einen Apfel klein schneiden und drüber geben, kann man alles machen. Also, wie gesagt, man kann das sehr gut weiter variieren und was soll ich sagen? Ja, gibt da unzählige Möglichkeiten. Aber das ist jetzt nur ein Beispiel und es macht auch wirklich verdammt satt. Also, ja, ich rühre das meistens immer noch ein bisschen durch, denn hat man hier so alles ein bisschen, ja, und dann, wie gesagt, scharf stellen. Ich würde mal
ein bisschen Kokonips drauf, ja. Und dann schmeckt das einfach, wie gesagt, ist jetzt noch ein bisschen heiß. Schmeckt gut, macht satt. Sagen wir einfach mal so, wie es ist. Ja. Und ist schnell gemacht, muss man auch sagen, ja. Okay, morgens vor der Arbeit hat man jetzt vielleicht nicht unbedingt Zeit, da noch sich, sagen wir mal, 20 Minuten da als Quinoa zu machen. Aber ansonsten, wie gesagt, sehr gutes Rezept, wenn euch das Video gefallen hat. Ja, schreibt es gerne unten in die Kommentare, lasst ein Abo da. Rezept, alle Zutaten und so weiter findet ihr unten in der Videobeschreibung. Wenn ihr mehr sowas sehen wollt, so ein paar schnelle Frühstücksrezepte oder so, und mit Quinoa vielleicht noch eine andere Variation sehen wollt, schreibt es auch gerne unten in die Kommentare. In diesem Sinne soll es auch gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann. Ciao.